Ich habe ein bisschen vor, um ein bisschen kreativ zu sein. Ich nehme euch das Wochenende wieder mit. Es ist Samstag, schon 10:30 Uhr. Ich habe jetzt schon zu Morgen gegessen und ich bin ein bisschen verkältet, aber ich glaube, es ist noch nicht so schlimm. Ich habe mich jetzt noch etwas geschminkt für ein Video, das ich nachher noch drehen will. Das gibt es dann nächsten Sonntag online, genau. Ich weiß aber noch nicht, was ich jetzt zuerst mache, weil es ist schon 2:50 Uhr und ich wollte noch den Boden putzen vom ganzen Haus. Die Wäsche versorgen. Und ja, das Mami kommt schon in einer Stunde und darum muss ich das echt zuerst machen. Aber in einer Stunde ist die Sonne auch schon wieder mehr oder weniger weg. Darum ist das jetzt noch etwas schwierig. Das hat man halt davon, wenn man erst um 10:50 Uhr wieder anfangen produktiv werden. Aber suggerieren tue ich jetzt nicht nochmal filmen, weil das haben wir ja schon im letzten Vlog gesehen. Ich mache jetzt für mein Video noch so kleine Aufnahmen für zum dann einblenden. So, ich schneide jetzt noch das Video, das ich jetzt gerade gedrillt habe. Dann kommt das, glaube ich, morgen schon online. Dann kann ich noch ein bisschen Montag vloggen, weil ich am Montag noch frei habe und nichts zu tun habe. Dann verlinke ich euch unten das Video, das ich heute gedrillt habe. Es ist mein Equipment, das ich zum Filmen, Fotos und Schneiden brauche. Ah ja, und meine Augenbrauen finde ich heute voll cool. Ja, aber leider mache ich heute Abend eigentlich nichts mehr, sondern hänge es noch vor dem Laptop und vor dem Fernseher und ja. So, die Knüdi ist jetzt auch da rein. Und jetzt fange ich mal an schneiden. Guten Morgen, heute ist Sonntag. Und ich nehme euch heute wieder mit. Gestern Abend haben wir nicht mehr viel gemacht. Ich habe mit der Familie noch ein Spiel gespielt. Und nachher haben wir noch Castle geschaut. Genau, da bin ich dann ins Bett. Und heute ist ein neuer Tag und es ist so schönes Wetter. So, was macht man am Sonntag? Ich gehe den Kille. So, ich bin wieder daheim. Und jetzt gibt es einen feinen Mittag. Ich gehe mit der Farbe in die Olli. Das war mega cool. Und jetzt habe ich gemerkt, ich muss noch geschwind ins Geschäft schauen, ob die Pflanzen nicht vertrocknet sind. Ich arbeite in einer Gärtnerei und darum gehört der Wochenenddienst auch dazu. Lini! Bist du zu müde, um da raufzukommen? Knüdi! Guten Morgen, es ist jetzt schon Montag und ich habe gestern irgendwie nicht mehr so wirklich gefilmt am Abend. Mein Freund ist dann noch kurz um die Nacht und am Abend haben wir eigentlich nicht mehr viel gemacht. Fernsehen geschaut, ja. Und heute habe ich nochmal frei, weil ich keine Schule habe heute. Darum nehme ich euch heute nochmal mit. Ich habe ein bisschen vor, um ein bisschen kreativ zu sein in meinem Bullet Journal, Bible Journal, keine Ahnung. Es ist ja schon der 5. März, darum mache ich da mal weiter.
Wir haben jetzt zum Mittag gegessen. Und jetzt haben meine Brüder und ich gedacht, dass wir etwas schauen. Und ich spiele noch in Minecraft. Junge, hör auf! Ich gehe jetzt meine Mami mit noch posten. Und ich habe jetzt etwa 20 Minuten mit meinem Bruder dazu überredet, dass er auch mitkommt. Und ich glaube, ich habe es geschafft. Wir gehen jetzt noch ins Brocki. Wir sind wieder zurück vom Posten. Jetzt war gerade noch mein Freund da und wir haben noch ein bisschen Bibel gelesen. Das machen wir eigentlich jeden Montagabend. Wir sind gerade im Buch von Johannes dran. Genau, dann lesen wir immer ein Kapitel lesen und darüber diskutieren und so. Das ist immer noch ein spannender Austausch, den wir haben. Jetzt gehe ich noch mehr Soli rausmisten. Ich nehme die Kamera nicht mit, weil das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, wie das funktioniert. Nachher zeige ich euch mal noch, was ich gepostet habe, weil wir sind noch ins Brockenhaus. Habe ich glaube schon erwähnt, aber ich zeige euch noch, was ich gepostet habe, weil ich ein paar coole Sachen gefunden habe. Ich habe jetzt mehr Soli rausgemischt und bin jetzt schon duschen. Man sieht es an meinen Haaren. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt noch, was ich gekauft habe. Im Migros habe ich beim Essence-Aufsteller so ein Clean and Go Nagellack-Entferner gekauft. So eine kleine Dose, ich habe schon größere von dem. Genau, Washi Tape mit Ananässli drauf. Finde ich mega herzig. Und dann so Schwämmli und so ein Nail Designer Set Nord. Genau, weil ich habe heute Abend noch vor, um meine Nägel anmalen. Dann habe ich noch 3 schwarze Stabilo gekauft, weil ich gerne schreibe. Und dann habe ich diese herzigen Kleberli noch gesehen. Jetzt für so März, April, Frühling. Finde ich voll schöne Farbe. Und ich kann in meinen Bullet Journal oder so drin tun. Dann im Migros Do It habe ich so ein Schildli, das ich aufhängen kann, gekauft. Nein, das ist kein Unkraut. Das ist Spontanvegetation. Genau, ja, das habe ich mega herzig gefunden. Und dort habe ich auch noch so eine Milchkanne gekauft. Also, es ist zum Blumen drin tun oder so. Ich finde es mega herzig. Und es passt auch gut da in den Ecken rein, finde ich. Im Brocki habe ich so eine Vase gekauft. So eine Marmorvase. Ich finde sie mega schön. So für ein paar einzelne Blümchen. Und dann habe ich meine Traumvase gefunden im Brocki. Die ist einfach nur weiss und hat eine wunderschöne Form. Perfekt für einen Blumenstrauß. Finde ich wunderschön. Und dann habe ich noch einen Teekrug gekauft im Brocki. Ja, die Kleberspuren muss man dann noch wegnehmen. Ich finde ihn wunderschön. Mit so goldigen Details und mega schöne Blumen. Und er ist mega gross. Also ich glaube, sicher ein Liter hat da drin Platz. Mega schön. Hat auch 18,90 Franken gekostet im Brocken. Meinem Freund gefällt es leider nicht. Dann gibt es bei uns jetzt ein bisschen Nacht. Und ich muss nachher noch ein bisschen produktiv sein. Für Sola muss ich noch ein paar Sachen vorbereiten. Ja, Einzahlungen hätte ich auch mal noch sollen machen. Und meine Nägel anmalen wollte ich noch. Ich habe noch fast vergessen, einen Schluss zu filmen von meinem Vlog. Ich bin jetzt schon bed-ready. Und ich wollte eigentlich nur noch schnell zeigen, also die Nägel sehen noch nicht so toll aus. Aber ich habe da mal etwas ausprobiert. Das ist jetzt noch tricky, wenn ich das filme. Ich blende es euch einfach ein. Ich habe so etwas ausprobiert mit meiner absoluten Lieblingsserie, meine Nägel anzumalen. Irgendwie habe ich so eine Inspiration gefunden im Internet. Und ja, ich habe es mal probiert. Und ich finde, es ist mir nicht so schlecht gelungen. Wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Würde mich riesig freuen. Und auch wenn ihr irgendeinen Kommentar da lasst, freut mich auch immer riesig. Wenn ihr mich abonniert, freut mich das noch mehr. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr meinen Instagram-Account abonnieren, dann mir dort folgen, wenn es euch interessiert. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!